Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast und ich habe nachgeguckt, beziehungsweise weiß es tatsächlich diesmal, das ist Folge 50, yay. Kommt jetzt alles so ein bisschen aufeinander, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt erstmal kein Gewinnspiel, sondern lasse mir dann für eine andere Gelegenheit was einfallen, weil es läuft ja aktuell noch das Gewinnspiel, bis Sonntag noch. Habe ich extra nochmal verlängert, weil ich letzte Woche ja nicht nochmal die Mail und alles genannt hatte und das wollte ich dann für euch nochmal diese Woche machen. Erstmal kurz zu mir, das sage ich zwar jedes Mal, aber es gibt ja auch einige, die neu dabei sind. Ich bin Jenny, ich bin 26, wohne in der Nähe von Hildesheim und habe mir diesen Podcast hier überlegt, um mich selber ein bisschen zu motivieren. Das klappt mal besser, mal schlechter. Diese Woche habe ich nicht so wahnsinnig viel geschafft. Ich war allerdings auch relativ viel am PC. Ja, ich muss heute leider nochmal mit dem Tablet aufnehmen, weil ich gerade eben noch Fotos gemacht habe mit meiner Kamera, bei der ich jetzt rausgefunden habe, wie ich den Ton auch anschalten kann beim Mikro. Und ich habe die Fotos gerade gemacht und der Akku ist jetzt halt einfach nicht mehr so voll, dass ich damit ein ganzes Video aufnehmen könnte. Und deshalb müsst ihr jetzt das noch einmal ertragen mit dem nicht ganz so optimalen Ton, aber ich versuche da ja immer noch ein bisschen nachzuregeln, dass das auch einigermaßen okay ist. Ich habe was fertig und das kann ich euch jetzt noch nicht mal mehr als erstes zeigen, weil ich euch jetzt die gesamte Pracht zeigen möchte von allen Tüchern nochmal, die ich dazu bekommen habe, gemacht habe oder habe machen lassen. Und zwar geht es um meinen Keil, der ganz bald startet. Die ganz genauen Infos sprechen wir jetzt noch ab am Wochenende und machen auch Werbung dafür. Das werde ich dann auch auf Instagram teilen und nächste Woche natürlich auch hier im Podcast. Die Bilder sind aber noch nicht fertig, deswegen kann ich euch das noch nicht zeigen. Da muss noch ein bisschen Photoshop-Wunder passieren. Also die Fotos sind fotografiert, ich muss die halt nur noch freistellen und so, weil ich ein Farbkreisel machen möchte. Ja, dann zeige ich euch mal nochmal alle Tücher, die ich euch jetzt nach und nach gezeigt habe, teilweise im halbfertigen Zustand und so weiter. Noch einmal alle, gleich mit den Farben dazu genannt. Ich werde euch die Farben jetzt hier schon mal nennen und sobald wir einen Link haben und die Bobble online gegangen sind, werde ich euch den Link auch unten ergänzen und dann könnt ihr, wenn ihr mögt und wenn euch die Bobble gefallen, gerne mal einen oder anderen Bobble bestellen. Ich werde da wie gesagt mit einem kleinen Obolus dran beteiligt und würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn jemand den Kall, der die Anleitung wird gratis sein, auch mit einem Bobble aus unserer Serie dann häkelt. Und bevor ich jetzt hier weiter labere, zeige ich euch jetzt auch einfach mal die Farben. Die liebe Kerstin hat die durchnummeriert. Das ist die Farbe, also das beginnt immer mit JR. Das ist eben jetzt meine Abkürzung für diese Bobble. Und dann immer mit einer 10 vorne und dann die Endung ist immer anders. Und das ist eben die erste Farbe. Das ist JR 1000. Geht von Rot über ein Orange, naja, so ein richtiges Orange ist das halt eigentlich auch nicht. Ja, hier unten könnt ihr das gut erkennen. In ein Grün, in ein Dunkelgrün und dann noch in ein Braun. Das ist auch schön locker gehäkelt, man kann durchgucken. Ja, das ist die erste Farbe. Das Tuch hatte ich euch ja letzte Woche gezeigt, das hatte die liebe Chrissy gehäkelt für mich. Und, oder für uns, für Kerstin und für mich. Kerstin eben von Wölkchen. Ich weiß nicht, ob ich das eben schon mal gesagt hatte, ich glaube nicht. Mein Wolltraum und die Bobble heißen Wölkchen. Hatte Chrissy gehäkelt und ich hatte dann ja nur noch die Abschlusskante dran gehäkelt. Hatte ich letzte Woche ja direkt vom Podcast gemacht. Dann die nächste Farbe. Das ist dann eben entsprechend die JR 1001. So. Im Grün zu einem, es ist kein Weiß, das ist ein Hellgrau und dann über ein Türkis zu Petrol, finde ich auch sehr schön. Man sieht auch schon gleich den Unterschied, es ist fester gehäkelt, man kann nicht so durchgucken. Also ich werde noch eine Maschenprobe in die Anleitung ergänzen und werde dann sagen, wie viele Mustersätze bei der Maschenprobe eben rauskommen. Wer dann eben lockerer häkelt, schafft dann eben entsprechend weniger Mustersätze, aber viel lockerer als ich kann man eigentlich nicht häkeln. Und wer fester häkelt, könnte unter Umständen einen Mustersatz mehr schaffen. Da können wir aber dann nicht garantieren, dass das Garn reicht. Deshalb immer ein bisschen aufpassen.
Ich schreibe es einfach mit da rein. Dann die dritte Farbe. JR1002. Und hier unten dran hat Kerstin statt mit der Originalfarbe, sie wickelt das ja nun selber, hat sie einen Glitzergarn verwendet, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Das könnt ihr bei ihr auch bestellen, wenn ihr das möchtet. Statt eben einer normalen Kante, mal eine Glitzerkante. Von braun über weiß zu verschiedenen rosa-rot-Tönen. Erinnert mich irgendwie an Essen. Ja, ich falte das jetzt so ordentlich, ist eigentlich schwachsinnig, dass ich euch das jetzt vor euch falte. Das lassen wir jetzt auch mal sein. Ich packe die jetzt einfach nur hier aufeinander. Habt ihr eben nur sortiert, damit ich euch die Reihenfolge eben zeigen kann. Dann haben wir die nächste Farbe. Das ist JR1003. Und die knallt so richtig. Also das ist so eine Farbe, die gefällt mir auch besonders gut. Und das Tuch hat die liebe Ann für mich gehäkelt. Und sie hatte dann ganz am Ende, fehlt ihr ein ganz bisschen, also irgendwie für so 10 Muscheln oder sowas. Das habe ich dann noch dran gehäkelt, damit das eben auch fertig ist. Da hatte ich noch ein Bobbel da, wo ich einen Rest hatte, also wo die Endfarbe eben die passende war. Sonst wäre ich Gott zu Kerstin rübergeflitzt und hätte das bei ihr dann eben von den Kronen direkt runter gehäkelt. Ja. Hier sieht man gar nicht so den Unterschied. Also das hier ist ja so ein helles Jeansblau und dann eben so ein dunkleres. Hier, das ist ein Curryton und das ist kein, also das ist eine andere Farbe als das hier. Das ist halt eben so currymäßig und das geht mehr ins Orange rein, aber ein ganz dunkles Orange. Die Farbe heißt Cognac, ja genau, passt. Und das ist Chianti. Dann kommt die nächste Farbe, das ist die 1004, da habe ich gleich zwei Exemplare zum zeigen. Und das ist eben auch das, was ich diese Woche beendigt habe, neben dem von an, dem Tuch eben gerade. Habe ich eben das Tuch beendet. Ich sehe gerade, da oben steht gerade der Faden raus. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd zum zeigen. Egal. Das Tuch hat übrigens keine schöne und keine hässliche Seite. Also man kann beide Seiten tragen. Da braucht man nicht drauf achten. Das fand ich auch ganz praktisch. Hat halt auch 9 Reihen, deswegen ist es auch, also ändert es immer die Richtung. Dass eben keine gerade Reihenzahl ist. Ja, da bin ich recht flott vorangekommen. Man denkt am Anfang immer, oh Gott, das sind so viele Gramm, die ich noch über habe, und dann stellt man ja aber fest, also ich weiß halt zum Beispiel, ich schaffe mit dem Garn eben mit der Maschenprobe immer 6 Mustersätze, und wenn ich dann schon 5 habe, denke ich mir, ja okay, jetzt ist es doch wirklich nicht mehr viel, das sind nur noch 9 Reihen. Und dann schafft man die auch relativ fix fertig zu kriegen. Ja. Und diese gleiche Farbe hatte ich euch ja schon mal gezeigt, als Stola, die hatte Kerstin gehäkelt, mit dem gleichen Muster. Also das ist auch möglich, das ist ein ganz normaler Mustersatz. Wenn man den eben nicht erweitert, sondern einfach nur den Mustersatz häkelt, kann man da eben auch eine Stola draus machen, wie man das so möchte. Dann kommen wir zur nächsten Farbe, JR1005. Das ist halt mal was ganz anderes. Das ist kein typischer Verlauf, sondern das ist ein Verlauf von 3 verschiedenen grün-braunen Tönen mit einem Zusatzfaden in Curry, genau. Ich bin mir nicht sicher. Ist relativ meliert, dadurch kommt das Muster nicht so stark raus, aber ich mag den Verlauf sehr gerne. Ist halt mal nicht so aufdringlich. Das hat man ja meistens, dass der einem so ins Gesicht knallt. Und den kann man wirklich gut dann kombinieren zu Kleidungsstücken. Ja, dann noch so ein ähnlicher Verlauf. Das ist dann entsprechend JR1006. Das ist das Tuch hier. Das sind 3 verschiedene Rottöne, also von hellrot eben zu dunkelrot und immer ein Beilauffaden in weiß. Dadurch hat das so einen Spaghetti-Eis-mäßigen Effekt, wenn ihr das. Ja, das könnt ihr euch, denke ich, vorstellen. Das hat auch Kerstin gehäkelt und man sieht, das ist etwas fester. Fester ist ja nicht schlecht. So, jetzt hat sich gerade mein Bildschirm gesperrt. Ich habe hier immer noch meinen Spickzettel nebenbei, dass ich da auch mit den Zahlen nicht durcheinander komme. Ja, dann JR1007. Ist dieser Verlauf hier. Das ist von Blattgrün und dann eben ein lila Ton im helleren zum dunkleren. Das ist relativ kontrastreich, aber wenn man den so um den Hals wirft, sieht das dann doch ganz gut aus. Also fallen diese Kanten gar nicht so auf. Dann haben wir 1008. Der knallt auch so richtig. Das ist dieser Verlauf.
Das Außen ist im Übrigen kein Blau, auch wenn das so aussieht, das ist ein Grauton. Also von Gelb, Orange, Rot zu einem Grauton. Der gefällt mir auch richtig gut, der passt. Also das sind auch 1A die Farben, die live sind, eben auf eurem Video zu sehen. Und dann die letzte Farbe ist dann die 1009. Und das ist das allererste Tuch, was ich davon gehäkelt hatte. So. Ist auch irgendwie immer noch mein Favorite, eben vielleicht weil es das erste war. Aber ich mag die Farben sehr gerne. Die erinnern mich an ein Mineral, was ich aus der Uni kenne. Ja. Sehr schön. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch da mitmacht. Und wenn nicht, bin ich da auch nicht böse drum, aber freuen würde ich mich natürlich trotzdem riesig. Und die Anleitung verlinke ich euch auch wieder. Da gibt es ja schon den Platz, den reservierten Platz sozusagen auf Ravelry für. Und auch schon so ein Teaser, so eine Teaser-Datei, wo ihr dann halt die Datei nur öffnet und dann nochmal seht, wie ich halt mit dem Tuch da stehe. Und dass es eben bald losgeht. Da werde ich jetzt natürlich, sobald ich das abgesprochen habe, das genaue Datum einstellen und ja, auch schon mal den Verbrauch, das Material, die Verlinkung zum Material und so weiter. Also das wird jetzt alles dann eingerichtet werden, sobald ich mit Photoshop fertig bin. Ja, dann habe ich ein ganz, ganz minimales bisschen weiter gestrickt. Ich weiß gar nicht, wo ich beim letzten Mal war. Ich glaube wirklich nicht viel anders. An meiner verstärkten Sichelferse. Ich glaube, ich kann euch jetzt kaum was zeigen. Das ist vom Rosa Laden in Gönnheim. Die Wolle. Die ist gesponsert für diese Videoanleitung, weil ich dann eben auch ein bisschen Werbung machen kann. Wird gestrickt auf dem Crazy Trio. In Stärke 2,0, weil ich ja so ein Feststricker bin. Nicht. Ja. Ich bin gerade in den Spiegelabnahmen. Nicht wundern, das ist relativ fest. Also seht ihr hier, das ist. Also man kann das nicht so wie eine typische Socke so einfach auseinanderziehen. Das geht eben dann nicht. Aber das ist der Sinn beim Verstärken. Und ich erkläre hier auch, das habe ich euch, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt. Das ist jetzt die Außenseite, die ist sehr glatt und die Innenseite hat so ein Wellness. Effekt, also so Lupsis dran, und ich erkläre dann in der Anleitung im Video und in der schriftlichen Anleitung auch, wie man das ändern kann, dass die Lupsis außen sind, dass man eben die Verstärkung trotzdem hat, aber dafür innen drin die glatte Seite, weil manche Leute ja sehr empfindlich an den Füßen sind und diesen Massageeffekt eben nicht so mögen. Ja, sonst ist da auch nicht viel passiert. Das Muster geht natürlich jetzt hier oben drauf auch weiter, während ich noch die restlichen Abnahmen stricke. Also ich habe jetzt noch 4 Abnahmen, die zu machen sind. Das geht relativ flott. Und dann ist ja auch erstmal Verstärkung vorbei und dann wird erstmal weiter gestrickt, ganz normal der Fuß. Das geht dann noch ein bisschen zügiger, weil halt hier relativ viel abgehoben wird und das dauert dann doch, wenn man den Faden jedes Mal wieder anders halten muss. Hat aber eben einen schönen Effekt. Und das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Die Socke war ja auch schon mal fertig, nur eben mit falsch angestricktem Muster. Hier sieht man auch gleich, dass das mehr Sinn macht, so wie es jetzt ist. Da ist nämlich dieser erste Kasten hier, der ist hier zu Ende, und hier unten gehe ich jetzt gerade auch wieder so einen Kasten zu Ende. So soll es nämlich eigentlich auch sein. Ja. Dann gibt es diese Anleitung auch ganz bald. Es ist eigentlich zu früh, es jetzt zu veröffentlichen, weil wir haben jetzt ja erstmal Sommer. Deswegen auch erstmal dieses Überwurftuch als Keil. So. Und mehr habe ich tatsächlich nicht gewerkelt. Ich habe ein bisschen Wolle gewickelt. Toll, ne? Das ist echt keine Leistung. Ich habe mir aber schon mal Wolle bereitgelegt für ein paar Socken. Und zwar für meine Nachbarin. Also diese Socken fürs Video, die brauche ich ja eben noch ein bisschen länger. Deswegen werde ich die nicht für sie nutzen. Und dann habe ich mir einfach ein... No-Name Garn, ich finde das, wahrscheinlich ist das Schild das Zugehörige, könnte gut sein. Ne, da steht Lurex drauf, das kann nicht sein. Ach so, hier habe ich es. Doch, kein No-Name. Ich habe mir das hier ausgesucht, davon habe ich eben 2 kleine Knäuel, so 50 Gramm Knäuel, ich habe das umgewickelt.
weil ich die Socken parallel stricken kann damit. Und das ist von Wollfeuerwerk. Und da werde ich dann nochmal die Bubble Socks mit stricken, weil mir die so richtig gut gefielen und vor allem dieses Muster so eingängig ist, man braucht nicht wirklich mitzählen, weil man hat diese riesen Spannfäden, da sieht man, wenn man 5 davon hat. Man braucht nicht rechnen, gar nichts. Das geht so richtig flott von der Hand und es hat halt einen richtig coolen Effekt. Und das werde ich dann eben einfach nochmal als Schaftmuster benutzen und in 39 eben mal ein paar Socken stricken. Ja, müsste relativ fix gehen. So, dann sollte heute eigentlich noch was ankommen. Da gucke ich jetzt mal kurz mit euch zusammen aufs Handy. Also ihr guckt da jetzt natürlich nicht genau mit rein, was ich hier mache. Aber ich gucke nochmal nach. Und zwar sollte heute eigentlich ein Paket für mich ankommen. Das sollte eigentlich schon gestern ankommen. Kam es aber nicht. Und wahrscheinlich kommt heute die Post einfach mal ganz spät. Wir haben es 4:30 schon. Das ist eigentlich auch nicht meine Zeit, aber ich wollte erstmal die ganzen Fotos fertig machen. So, gehen wir doch mal auf jetzt verfolgen und schauen mal, wo es steckt. Ja, es wurde gestern bereits zugestellt. Aber ich glaube, einen Moment. So doof kann man auch nur sein. Ja, es wurde bereits zugestellt, gestern, an meine Eltern, weil ich der lieben Melanie von Emmas Laden, wo ich was bestellt habe, natürlich nicht meine neue Adresse gegeben habe. Macht ja aber nichts, kommt ja trotzdem an. Muss ich jetzt eben nur ein bisschen drauf warten, deswegen zeige ich euch das dann nächste Woche. Ich fahre eh nochmal runter nächste Woche, dann passt das. Ja, und zwar habe ich mir von Shapiers ein Stoolkit bestellt. Das ist ein Hocker mit passendem Garn dazu. Und ja, dann kann man das halt so einen Überzug häkeln, auch für die Füße so kleine Überzüge. Total niedlich, also ich möchte mich auf diesen Hocker nicht draufsetzen, aber der ist einfach unheimlich dekorativ. Und ich glaube, das ist halt von... auch von der Sophies Universum-Decke eben so ein kleiner Ausschnitt für die Stuhlfläche oder Hockerfläche und das ist schnell gehäkelt. Das werde ich dann mal so nebenbei abarbeiten. Ja, dann ist eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen für heute. Bringt ja nichts, wenn ich hier wirklich viel was erzähle, was euch nicht weiterhilft. Aber ich möchte euch noch kurz ein anderes zeigen, was angekommen ist, oder zwei andere Sachen. Und dann möchte ich euch natürlich noch mal vorstellen, was es im Gewinnspiel gibt. Das hatte ich euch ja versprochen, dass das vor der Auslosung noch mal gezeigt wird. Es ist relativ knapp vorher, aber ihr, wer mir auf Instagram folgt, hat es da auch gesehen. Und ja, das möchte ich euch dann natürlich auch hier nicht freuen. Ja, und zwar habe ich bestellt bei eBay 2 Sockenfüße. Ich habe ja schon einen, aber ich habe einen, den kann man nur so rum hinstellen. Und ich wollte halt unbedingt mal einen haben, den man auch so rum hinstellen kann. Und jetzt habe ich einen. Das ist für einen Frauenfuß. Also ich habe dann mal meine eigenen, die 38er Socken drüber gezogen, die passen sehr genau. Und wenn es halt größere sind, dann muss man halt hier unter der Fläche das umklappen. Ist auch nicht so schlimm. Ein Frauenfuß und einen Männerfuß. Da habe ich die Socken von meinem Freund drüber gezogen, Größe 44, und die passen perfekt. Ja, einfach, dass ich nochmal eine andere Perspektive für meine Fotos dann auch habe, dass ich die einfach hinstellen kann und fotografieren kann und nicht das so auf den Kopf stellen muss. Ich habe ein Haar auf der Nase. Falls ihr euch wundert, warum ich diesmal relativ viel Make-up trage, das hängt mit dem Fotoshooting für die Tücher zusammen. Ihr kennt das auf Fotos, wirkt das immer ganz anders. Also da kann man gefühlt, wer das kennt von den Simpsons, die Make-up-Flinte ansetzen und halt wirklich extrem Make-up tragen. Und auf diesen Fotos sieht man es einfach kaum. Und ja, ich habe halt gedacht, mein Gott, ob ich jetzt hier Make-up trage oder pink, für euch macht es jetzt nicht den großen Unterschied. Und dementsprechend bin ich jetzt halt noch augentechnisch ein bisschen grün. Aber ich mag die Farbe. Ja, und dann jetzt eben noch das Gewinnspiel.
Und dann war es das für diese Woche auch schon. Das wird wirklich mal eine kurze Folge. Ich sage das immer auch, wird kurz und dann wird es lang. Nein, diesmal habe ich, außer jetzt die Gewinnspielsachen, nichts mehr zu zeigen. Ich habe mich entschieden, für den dritten Platz einmal dieses Knäuel zu verschenken. Oder zu verlosen. Das ist Boots SE, gefärbt von Wundervoll Punktbiss. Boots SE heißt Boots von Schoppel eben, aber SE heißt, dass es eine fünffach Wolle ist. Die ist ja so ein bisschen dicker als die normale Sockenwolle. Aber ich mag die sehr gerne. Ich habe daraus meine Picus-Socken gestrickt, die Anleitung. Beziehungsweise einen Picus-Socken, den zweiten müsste ich jetzt unbedingt fertig machen, weil das Sommersocken sind. Vielleicht mache ich das jetzt auch die nächsten Tage mal. Das ist ja nur ein Sneaker, es geht ja schnell. Und deswegen möchte ich halt auch euch den Picus, die Anleitung, dann einmal mit dazugeben. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, das Original nachstricken. Reicht für Sneakersocken locker. Sind halt nur 320 Meter auf 100 Gramm. Also für jetzt vielleicht Größe 44 würde das für ein paar Socken, glaube ich, knapp werden. Ja, dann auf dem zweiten Platz möchte ich verlosen. Da habe ich das Originalschild irgendwie nicht. Das wurde mir irgendwie nicht mitgeliefert. Macht aber nichts, weil ich weiß, wo es herkommt. Und zwar ist das dieses Garn. Das ist, ja, ich habe mir dann selbst eins da dran geschrieben. Das ist die Noble Socks von Strickelis Bunter Wolle. Und da habe ich ja schon ganz häufig mal Wolle von gezeigt. Jetzt habe ich natürlich gerade keins so direkt vor der Nase, damit ich euch das Schild zeigen kann. Aber Strickelis kennt ihr ja von meinen Videos schon. Das ist eine ganz besondere Zusammensetzung. Und zwar 60% Merino, fein. Dann 20% Super Baby Alpaka und 20% Nylon. Hat 425 Meter auf 100 Gramm. Das ist halt ein fusseliges Garn, aber es hat einen sehr interessanten Griff. Also es ist weicher als Sockenwolle, aber nicht so flutschig wie eine Lanatus Fine Merino Socks. Also die ist griffig. Weich, aber griffig. Schwer zu beschreiben, ja. Und da würde ich dann die Anleitung von meinem Rondina-Tuch zugeben, weil das von der Lauflänge gut passt und die Farbe eben sehr gut passt. Wer dann eben keine Socken draus machen möchte, kann eben eine Tuchanleitung dann danach arbeiten. Ja, und auf Platz 1 habe ich zwei Knäuel mir zusammengestellt. Und zwar ist das einmal die Trekking XXL. Das ist eine Standard Industriesockenwolle aus dem Hause Citron. Die Farbe hier ist 675. Ist das eine ganz normale Sockenwolle? Damit kann man eben ja, Socken machen, wie man möchte. Also wäre ja, am besten bei so einer Wolle tatsächlich am meisten Stiene. Die. Und wer sich jetzt wundert, erster Platz, darum kriegt er nur eine Industriewolle und die anderen kriegen gefärbte. Nein. Auf Platz 1 gibt es dann tatsächlich noch was dazu. Und zwar ein 1200 Meter Farbverlaufsbobbel aus dem Hause Perfect Twins. Die Farbe heißt Preacher, ist vierfach und ist ein wunderschöner Verlauf, wie ich finde. Und ich sehe, da ist ein Fussel dran. Der reißt natürlich nicht mehr zu euch. Das wird natürlich besser. Ja, das ist eben Platz 1 und ich muss noch überlegen, habe ich überhaupt eine Anleitung für die Lauflänge. Ja, da werde ich auf jeden Fall was Passendes. Wenn ich eine andere Anleitung einfach, könnt ihr euch dann, ja, das machen wir, glaube ich, auch so. Wer auf Platz 1 kommt, darf sich eine Sockenanleitung und eine andere Anleitung aussuchen. Da frage ich dann einfach nach und dann klären wir das. Ja. Wer an dem Gewinnspiel noch teilnehmen möchte und das noch nicht gemacht hat, kann das natürlich tun. Ich lasse beide E-Mails gelten, weil ich ja im Video, im vorletzten Video in 48 gesagt habe, bitte an die Adresse, die ich euch jetzt auch nochmal mit einblende, die auch unten drunter steht, j.ruschinski@j-rusch-blog.de. Das liegt jetzt einfach an der neuen Datenschutzgeschichte, dass ich halt, wenn ich was Gewerbliches mache, dass ich eine gesicherte Verbindung bereitstellen muss, dass eben Google nicht einfach mal mithören kann sozusagen oder mitlesen kann. Und diese Adresse ist eben die euch eingeblendete eben. Wenn ihr mir aber eine Mail an die
alte E-Mail-Adresse schreibt, also an die andere, an j.rusch.designs@gmail.com, ist das auch in Ordnung. Das ist jetzt ja eher aus meinem privaten Fundus, also ich finanziere mir das ja jetzt hier nicht über mein Gewerbe oder so, die Wolle, und es ist auch nicht gesponsert, das ist wirklich aus meinem privaten Stash. Dann könnt ihr auch an diese E-Mail euch wenden, also das ist jetzt nicht rechtlich nicht so das Problem. Das ist halt für euch auch was ihr wie es euch lieber ist und was für euch sicherer ist und was euch sicherer vorkommt. Man weiß halt mittlerweile, Google liest eigentlich alles mit, also wenn man, ich glaube, wenn man einen Chrome Browser benutzt und eine E-Mail mit einem anderen Programm schreibt, dann wird Google das auch wissen. Ja. Nehmen wir es jetzt einfach mal so hin. Ich muss jetzt gewerblich eben eine professionelle E-Mail-Adresse eben haben. Macht aber nichts. Aber wie gesagt, ich lasse das jetzt nicht wegfallen, nur weil ihr an die Adresse geschrieben habt. Das ist für mich gar kein Problem. Das ist ja auch kein Aufwand, jetzt die paar Leutchens mehr auf Zettel zu schreiben. Ja. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Gleich, wenn ich fertig bin, fällt mir bestimmt noch was ein, was ich euch sagen oder zeigen wollte. Macht aber nichts. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das Wetter wird mal ein bisschen besser. Also regnen darf es ja gerne, aber dann soll es auch regnen und nicht 3 Tage Wolken sein und kein Regen runterkommen. Das finde ich schrecklich. Ja, dass es einfach wieder die Grundwasservorräte sich wieder ein bisschen auffüllen können. Das wäre ganz schön. Und dann ja, darf es dann irgendwann auch mal wieder ein bisschen wärmer werden und ein bisschen schöner, dass man draußen sitzen kann. Und ja, solange das eben nicht der Fall ist und man eh nur drinnen sitzen kann, haben wir viel Zeit zum Handarbeiten. Also nutzt das, guckt aber eine lustige Serie oder wie auch immer, wozu ihr Lust habt. Und oder Podcaster, andere. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Hoffentlich wieder mit mehr Fertigem zu zeigen und nicht nur so, ich möchte das verkaufen und das ist mein Gewinnspiel. Nein, ich möchte euch ja nichts andrehen. Also so ist es ja wirklich nicht. Wer hier nicht mitmachen möchte an einem Call oder so, der braucht sich ja überhaupt nicht verpflichtet fühlen. Das ist wirklich nur, wer Lust hat, würde mich freuen, weil ich es gerne mag, diese Calls eben zusammen was zu machen und auch gerne Hilfe Erstellungen gebe. Das macht mir Spaß. Deshalb mache ich das. Nicht um da großen Profit zu haben, weil dann sollte man einen anderen Job machen, nicht den ich hier so nebenbei mache. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin alles Gute für euch. Tschüss! Und ich wusste doch, dass ich tatsächlich was vergessen habe. Und zwar eine Tasche voll mit Sachen. Ich zeige euch erstmal die Sachen. Hätte ich vorher mal auspacken sollen. Bin gerade zu schnell die Treppe hoch und runter gerannt. Entschuldigung. Einmal ist angekommen die neue Verena, Ausgabe 3.18, und da sind mal wieder wirklich schöne Modelle drin, aber was mich ein bisschen ärgert, dass die ganzen wirklich schönen Modelle alle in Größe 36, 38 sind. Da werde ich auch nicht reinpassen, selbst wenn ich 40 Kilo abnehme, und da will ich auch nicht reinpassen, weil ich finde, nicht jeder muss 36, 38 tragen. Ich hatte mal 40, 42 und da sah ich gut aus. Also was soll ich 36, 38 mich da rein hungern? Ja, mal gucken, ob ich die anpassen kann, die Anleitung. Also klar kann man irgendwie, aber ohne großen Aufwand. Das war mein Gedanke dabei. Ja, ich hatte euch erzählt, dass Ann für mich Test gehäkelt hat. Und dann hat sie mir die Tücher, die sie gehäkelt hat, zugeschickt. Eben einmal das, was ich euch gezeigt hatte. Mit dem Curry und dem Blau und dem Chianti drin. Und dann hatte sie mir ihr Original auch mit, also ihr erstes Häkel, Testhäkeltuch auch mitgeschickt. Eben das gleiche Muster, aber das war im Verlauf aus ihrem Stash. Aber das Coolste an der Sendung war das, was ich euch jetzt zeige. So, ich habe Kabel gewackelt. Eine Projekttasche. So. Und zwar eine Minion-Projekttasche. Das ist so geil. Ich habe mich so gefreut. Ich habe den Karton aufgemacht und dachte, was ist das denn? Guck doch mal in Minions. Ja, die Viecher sind auch einfach nur, hatte ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, einfach nur genial. Und sie hat mir auch eine schön große Projekttasche geschickt. Wo wirklich, also da waren beide Tücher, ne,
drinne von ihr. Dann hatte ich da noch die Zeitung mit reingepackt und noch was anderes. Und das war immer noch nicht voll. Also das ist für Pullover oder so super. Oder Strickjacken. Ja, und innen drinne hat sie mir ein Gummibärchenstoff reingenäht. Auch sehr cool. Ja, das wollte ich auf keinen Fall euch noch verteilen. Sonst hätte ich mich ein bisschen geärgert. Oder hätte es euch dann nächste Woche zeigen müssen und mich bei ihr entschuldigen müssen, dass ich es nicht gezeigt habe. Ich hätte das nicht verlangt, dass ich das zeige, aber ich habe es von mir selber verlangt. Ja, dann war noch was in der Tasche. Das habe ich aber bei Amazon bestellt, hatte ich nur zum Hochtragen da reingetan. Und zwar habe ich mir einen Stativkopf gekauft und ein Gewinde. Und jetzt werde ich versuchen, meine Kamera mal an das Stativ anzubauen, an den Schwenkarm anzubauen. Ich habe einen Mikro-Schwenkarm und ich habe hier einen Schwenkarm, den ich gerade benutze, wo das Tablet jetzt dranhängt. Kann man auch Handys und so dranhängen. Und dann möchte ich mal gucken, ob ich für meine Anleitungstutorials, für die Videos, meine Profikamera eben an diesen Schwenkarm dran machen kann und damit dann drehen kann, ohne dass die Kamera runterrutscht, ohne dass ich dann störenden Rahmen mir bauen muss und so weiter. Das habe ich auf YouTube gesehen und das fand ich ganz cool, die Idee. Wenn ich das mal fertig habe, werde ich euch das bestimmt mal kurz zeigen, wie das dann aussieht, wie ich dann arbeite. Ja, und jetzt war es das wirklich. Bis nächste Woche. Tschüss.